Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt hier auch vom PC-Schneidetisch aus, wie immer. Wie ihr seht, bin ich schon hier auf dem Weg. Und zwar bin ich vorhin durch die Geschäftsstraße von Gerolstein geradelt. Da ging es ja locker nur einen Berg runter. Und jetzt gleich stoße ich hier, wie ihr seht, schon rechts auf die Kühl. Ja, mit 2L. Ja, die Ferienwohnung in Gerolstein war super, war recht kühl. Ich musste tatsächlich zum Schlafen einen Schlafanzug anziehen. Das war so sehr kühl da. Aber okay, es sollte ja heute am Freitag auch weiter die Temperaturen hochgehen. Für Samstag waren ja entsprechend sogar über 30 Grad für die Region Rheinland-Pfalz, Rheinschiene, Trier angesagt. Ja, dann hier der Kühlradweg. Warum kann man hier nicht den Radweg weiter neben der Bahntrasse machen? Ich habe mal rechts ein Bild eingeblendet. Die grüne leuchtende Linie wäre die gewesen parallel zur Bahnstrecke. Aber nein, man muss hier leider durch die kleine Siedlung radeln. Das fand ich so ein bisschen doof. Hier wäre man dann von rechts nämlich wieder rausgekommen. Ja, das sind so immer so ein paar Kleinigkeiten auf dem Kühltalradweg, die mir so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, aufgestoßen sind, negativ aufgefallen sind. Ja, dann, ihr seht jetzt hier schon recht schöner Kühltalradweg. Hab hier mal angehalten, weil ich eigentlich noch die Bilder hochladen wollte, die ich mit meinem zweiten Handy, was ich immer für die Komoot-Navigation vorne in der Lenkertasche habe. Einige von euch werden das sicher schon mal in dem einen oder anderen Video von mir beobachtet haben. Hier die Brücken über die Kühl, direkt neben der Bahntrasse. Finde ich sehr schön, dass die das so gemacht haben. Ja, wie gesagt, so ein paar Sachen gibt es hier auf dem Kühltalradweg, die ich nicht so schön finde, genauso wie dann hier, wo es dann mit der Idylle auf einmal zu Ende ist. Ja, ihr hört das ziemlich laut, 4,2 Kilometer auf der L24 lang radeln. Das ist ja dann so gar nicht mein Ding. Mein Gut ist ja, dass hier wenigstens noch ein separater Radweg auch wirklich neben der Straße ist und nicht auf der Straße aufgepinselt. Ja, ihr wisst, ne, unten am unteren Bildrand blende ich immer noch so ein paar zusätzliche Informationen ein, wo ich denn gerade bin und was für ein Örtchen hier gerade ist. Und ja, nach circa 8,5 Kilometer ab Gerolstein immer gerechnet, bin ich jetzt hier in dem Örtchen Beresdorf oder Beresheim. Ich habe jetzt gerade mal wieder verpasst, unten noch drauf zu achten, auf die Einblendung. Ja, und da muss man jetzt wirklich total ganz auf der blöden Straße radeln. Ihr seht, ne, da kommen einem die dicken LKWs entgegen. Ja, in Gerolstein, beziehungsweise, nee, eigentlich in Monschau hatte ich mein Fahrradschloss irgendwie den Schlüssel verloren. Und dann habe ich mir eben halt hier, weil gerade hier ein Fahrradladen auf dem Weg lag, nochmal so ein Drahtschloss geholt. Damit ich das in dem nächsten Hotel, eigentlich meine letzte Übernachtung, ja, dann will man gerade links abbiegen, dann kommt gerade mal wieder ausgerechnet, dann kommt gerade wieder ein Auto, ein Trecker oder ein LKW. Ja, wie gesagt, da habe ich mir dann nochmal so ein Drahtschloss geholt, weil ich ja dann
auch lieber da, wo die Fahrräder untergestellt sind, im Hotel, in Pension oder wie auch immer, dann auch ganz gerne mein Fahrrad abschließen möchte. Deswegen geht es heute jetzt weiter auf dem Kühltalradweg. Da steckt ja irgendwie, wenn man jetzt mal das Y für ein Ü ansehen würde, Kühlradweg. Vielleicht ist der auch kühl. Naja, schauen wir mal. So, also Winke, Winke, ich guck mal, wenn ich Netz habe, melde ich mich vielleicht nochmal von unterwegs, beziehungsweise in Kühlburg. Ich hoffe, dass das da klappt, weil ich da zwei Stationen mit dem Zug fahren will, weil sonst muss ich 13% berghoch und da habe ich keine Lust zu. Schauen wir mal. Also, bis später. Ja, mit dem Kühl wie kalt Radtal bezogen auf das Kühltal. Das war natürlich wieder ein bisschen Blödsinn, den ich da gequatscht habe, aber egal. Man muss sich ja an so warmen Tagen irgendwie ein bisschen was kalt herbeireden. Ja gut, der Kühl, also das Flüsschen Kühl wird KY2L geschrieben. Und ja, wenn man es kühl haben wollte, dann müsste man KYHL schreiben. Also wieder ein bisschen, was ich da so gelabert habe. Naja, ihr kennt mich ja mittlerweile auch. Ja, und dann hier mal wieder 600 Meter, die man neben der Landstraße langfahren muss. Wie gesagt, immer ganz gut, dass es wenigstens einen separaten Radweg hat. Gab halt auch viele Stellen, wo man eben halt nur Landstraße hatte und ja, und dann auch wirklich richtig auf der Landstraße radeln musste. Das waren dann nicht wirklich, hier übrigens eine Brücke, die man wohl neu gemacht hat. Ihr seht auch hier rechts und links die Geländer, das war noch richtig neu. Das Kühltal hat ja eben auch unter dem Unwetter, das, ich weiß jetzt nicht, in welchem Märchen das war, 2018, keine Ahnung, oder da war, glaube ich, auch schon mal was, wie ich im Internet gelesen habe. Da oben war gerade übrigens auch ein schönes Bürgchen, also eine schöne Burg. Wenn man mehr Zeit oder sich mehr Zeit nehmen würde, kann man da sicher auch mal hochradeln und ein bisschen angucken. Aber ich glaube, das war, glaube ich, hier im Kühltal auch mit dem Ahrtal, wo das Unwetter hier so drüber gezogen ist. Ich glaube, das hatte jetzt Jahrestag, da habe ich ja auch ein Video drüber gemacht. Das war also, glaube ich, vor 3 Jahren, so ziemlich fast genau. Und ich glaube, da hat das Kühltal auch einiges abbekommen. Ja, ich habe gerade noch mal kurz nachgegoogelt. Am 15. Juli steht hier im Internet, am 15. Juli 2021 muss es wohl gewesen sein, genau, 2021, überschwemmte die Kühl innerhalb kurzer Zeit den alten Ortskern von Trier-Ehrang. 690 Häuser waren vom Hochwasser betroffen. Ja, also von daher sieht man schon auch hier immer noch die Problematik mit der Bahn. Hier rechts seht ihr immer so Bauwagen-ähnliche, so graue Bauwagen. Da lief auch gerade einer mit orangefarbener Weste und Hose rum. Also ich vermute mal, dass man, damit man hier überhaupt wieder Zugbetrieb machen kann, hat man da eben die an der Strecke, auf der ganzen Strecke zwischen fast bis Trier-Ehrang und Gerolstein da eben Bedienstete per, ja, früher waren da Bahnwärterhäuschen, heute eben als Hilfsmittel Zwischenlösung diese grauen Bauwagen, damit die Leute da eben dann von Hand die Schranken bedienen können. Vermute ich mal ganz stark, dass das so ist. Ich habe das also beobachten können und ja, ich finde das schon toll, dass Rheinland-Pfalz das so macht. Denn so in NRW, die Strecke von Köln bis nach Gerolstein ist ja nach wie vor immer noch gar nicht befahrbar. Und
Also das finde ich schon enorm, dass die, dass das Bundesland Rheinland-Pfalz, hier auch wieder so ein grauer Bauwagen, die kriegen das hier überhaupt nicht hin. So mein Eindruck. Aber okay, vielleicht sehe ich das falsch. Kann ja alles sein. Ja, hier jetzt mal anscheinend wohl schon ein Bahnübergang, der dann schon modernisiert ist und mit der neuen Technik versehen ist. Also man modernisiert. Ich habe also auch einige viele Signale an der Bahnstrecke gesehen, die noch so ein weißes Kreuz darüber hatten. Die sahen noch recht neu aus. Und von daher nehme ich mal an, dass die eben noch nicht alle komplett angeschlossen sind. Ja, jetzt hier mal wieder das, was ich so gar nicht liebe, eben auf der Landstraße langfahren. Ich meine, okay, ne, das ging ja alles noch, weil nicht allzu... Hier übrigens ganz blöd, ihr seht, weiter hoch ist eine Rechtskurve und wenn da einer angebrettert kommt, ich weiß nicht, wie schnell man hier fahren kann oder darf von oben mit 80, 100 oder wie viel km/h, tja, dann ist man platt, ne, wenn man da links abbiegt als Radfahrer. Also mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, die ich, ja, hier übrigens... Ganz toll, mädesüß. Das hatte ich auf der Fennbahntrasse auch schon gesehen zwischen Monschau und St. Veit, also so einige, vielleicht 5 oder 10 Kilometer vor St. Veit. Ganz toll und weil es so warm war, sondern solche Gewächse eben oder solche Pflanzen dann eben auch Duftstoffe aus, also quasi. Ja, um sich zu kühlen. Ja, und wieder auf die L24 für 1,1 Kilometer bis St. Thomas hier. Und ihr seht, hier passen also nicht unbedingt zwei Autos wirklich nebeneinander. Kommt noch besser. Jetzt geht es hier durch St. Thomas. Hier links ist übrigens der Bahnhof von St. Thomas. Ja, hier, wo der Lieferwagen gerade herkommt. Guckt euch das mal an, ne? Der schneidet da die Kurve. Und es ist hier eh saueng, ne? Also, ja, Kühltalradweg, ne? Hört sich schön an, ja, weitestgehend sehr schön. Dann wieder mal wieder so ein Stückchen von St. Tönis, muss man dann hier den Berg hoch. Nicht schön, weil, naja, aber okay, gut, mit dem E-Bike... E-Bike lässt sich das alles machen, auch trotzdem man hier übrigens wahrscheinlich auch so ein paar Reisende mit ihren Gepäcktaschen, finde ich immer toll. Und ja, also ist nicht alles erste Sahne auf dem Kühltalradweg. Hier sind auch noch Bauarbeiten, wie ihr seht. Gott sei Dank ist es jetzt seit 2021 ja alles schon ein bisschen weit fortgeschritten. Ich nehme ran, rechts auch diese Brücke musste wahrscheinlich komplett neu gemacht werden, weil die sieht noch sehr modern aus, so ein bisschen fachwerkartig, aber eben nicht mehr mit dem in dem alten genieteten Stil. Ja, dann gibt es hier, ihr seht hier dann mal wieder auch sehr, sehr schöne Abschnitte, wobei ich mich mal frage, hier die Wege sind geteert, also wirklich erste Klasse, wobei ich mich dann auch frage, ob die wirklich für Autos auch gesperrt sind. Ich habe da nicht wirklich immer drauf geachtet. Von daher so ein bisschen Asche auf mein Haupt. Ja, dann hier die erste Merkwürdigkeit. Ich habe gedacht, okay, ihr müsst mal anhalten. Warum habe ich hier gehalten? Weil ich habe rechts den Radweg gesehen und habe mich gefragt, da schien mal früher irgendwie vielleicht ein Bahnübergang gewesen zu sein. Aber anscheinend muss man jetzt eben halt hier unten drunter her, dann auf der anderen Seite wieder hoch und das geht hier richtig ganz kurz, ganz knackig steil berghoch. Also Leute, ne, wenn ihr aus der Richtung, also wie gesagt, von Gerolstein runter Richtung Trier-Erang radelt, ne, also das ist schon, finde ich, ein bisschen heftig, ne. Naja, aber okay, man will ja nicht meckern, ne? Man meckert auf hohem Niveau. Der Weg eigentlich im Großen und Ganzen, also zumindest wenn es denn der separate Radweg ist,
sehr schön. Tja, das ist jetzt hier der Dächentunnel mit 181 Meter Länge, kurz vor Kühlburg. Ich habe denn allerdings, also die Strecke von Gerolstein, da wo die, also Zentrum, wo die Geschäftsstraße ist, bis nach Trier-Ehrang, sagt Komoot, wären so 73 Kilometer. Gut, dass ich aus dem Tunnel raus bin, jetzt noch mal kurz dazwischen gesagt, weil das ist nämlich, glaube ich, dann echt arschlaut da, wenn man da dem Zug dann in dem Tunnel begegnet. Ja, wie gesagt, die Strecke wäre 73 Kilometer, so in dem Dreh, plus minus, schlagt mich tot. Und hier in Kühlburg wäre eine heftige, lange Steigung gewesen, die maximal sogar 13% hat. Und da habe ich mir so ausgedacht, nee, das machst du nicht, wenn es nicht nötig ist, weil hier fährt ja ein Zug. Ich habe also gegoogelt, habe den DB-Navigator aufgemacht und das eingegeben. Von Kühlburg wollte ich zwei Stationen weiterfahren. Hier war ich übrigens dann falsch, am falschen Bahnsteig, deswegen musste ich dann nochmal schnell wechseln, weil der Zug sollte nämlich schon in ein paar Minuten kommen. Und wenn die Schranke runter ist, dann hätte ich da gar nicht mehr rumgekonnt. Also wie gesagt, ich habe dann so ein bisschen getrickst. Das waren so roundabout 10 Kilometer hier von Kühlburg bis Hüttingen. Ihr seht auch eingeblendet nochmal die kleine Notiz. Also ich habe dann so 10 Kilometer, habe ich dann die Strecke quasi geschlabbert bzw. eingekürzt. Ja, warum das Ding so quietscht, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hatte er aber ein tolles Fahrradabteil. Also das war richtig groß. Anscheinend ist hier vielleicht mehr Betrieb normalerweise. Oder mehr Leute, die den Zug hier auch benutzen. Aber witzigerweise, und vielleicht liegt es aber auch daran, wie gesagt, der DB-Navigator, wenn ich mit Fahrrad eingegeben habe, zeigte er mir an, nö, da gibt es keine Verbindung. Habe ich Fahrradmitnahme ausgeschlossen, zeigte er mir die Zugverbindung an. Da habe ich gedacht, hallo, geht's noch? Das kann doch wohl nicht jetzt wahr sein, ne? Also es war jetzt auch kein Schienenersatzverkehr. Ja, der wird ja dann separat wirklich auch ausgewiesen als SEV. Nee, es war wirklich die RB22. Da habe ich gedacht, was für ein Blödsinn. Und dann habe ich gedacht, okay, machst du Risiko, fährst bis Kühlburg, guckst, ob der Zug kommt, so wie es ausgewiesen ist. Ja, und ihr seht, es hat geklappt, ne? Ja, also wie gesagt, ich bin in Kühlburg, dann gab es Bitburg, irgend so ein Ortsteilchen, das war die nächste Station, habe ich aber, glaube ich, alles eingeblendet und dann hier eben Hüttingen. Da bin ich ausgestiegen. Aber ja, ich wäre vielleicht doch noch besser eine Station weitergefahren. Es geht dann direkt wieder mal heftig bergauf, aber eben keine 13% zum Glück. Das habe ich ja alles geguckt und gegoogelt vorher. Ja, denkt bitte daran, wenn euch das Video gefallen hat. Rechts unten in der Ecke ist so ein halbdurchsichtiges Logo von mir, also mein Gesicht mit Hut. Da braucht ihr nur draufklicken, dann könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Das wäre übrigens sehr cool, wenn ihr das machen würdet, weil denn erst ab 1000 Abonnenten werde ich bei YouTube in die Rubrik aufgenommen, dass ich auch an den Werbeeinnahmen beteiligt werde, aber glaubt jetzt nicht, dass man dadurch reich wird. Na, also man muss dann schon ungefähr für 1000 Klicks kriegt man 1 Euro oder so. Ne? Naja, aber okay. Wie gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen, weil das ist ja noch ausbaufähig. Wenn ich denn mal vielleicht 5 oder 10 oder 20.000 Abonnenten habe. Ja, war jetzt ein Scherz. Okay. Also wie gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich endlich mal die 1000 Abonnenten knacken würde. Das wäre schon toll. Ja, hier links tolle Landschaft, also stellenweise bzw. oft sehr schön. Ich mag ja lieber sowas hier, wo die Bäume den Weg gut beschatten, weil
Es gab dann eben halt auch viele offene Stellen, so wie jetzt hier, ab hier, ne, das ist dann natürlich bei ab 26, 27, 28 Grad nicht so schön. Ihr seht, so ein bisschen bewölkt, ein bisschen milchig, ne, ein paar Wölkchen waren ja, aber die Sonne hatte schon viel Kraft und wie gesagt, die Wettervorhersage hatte gesagt, also ab Mittwoch zunehmend steigende Temperaturen bis Samstag über 30 Grad, also jeden Tag wurde es ein bisschen wärmer auf meiner Tour. Hier seht ihr auch mal rechts, ne, da sind noch Bauarbeiten an diesen Bahnsteigen, wo man das auch, Philippsheim hier, das Örtchen. Ja, und dann geht es auch schon wieder mal bergauf, wie hier. Aber Gott, sind immer mal so kurze Stücke, die dann doch mal, vor allen Dingen in den kleinen Dörfchen, Örtchen. Ja, und das war hier natürlich die Krönung. Ja, ich weiß nicht, hätte einen Meter oder zwei vorgezogen, ne, wäre es hier besser gegangen. Jetzt musste ich hier so dribbeln, weil es ist ja immer doof, mit dem Fahrrad mit der Querstange oben mal eben absteigen, ist nicht so einfach, ne, im Alter. Ja, und dahinter ging es, ja, hier rechts wäre jetzt eigentlich der Radweg gewesen. Beziehungsweise, nee, hier, das ist noch nicht die Stelle hier, aber die kommt noch. Hier ist es noch alles richtig und ja, also solche schönen schattigen Wege sind mir natürlich die allerliebsten und an dieser Stelle habe ich so gedacht, jetzt probierst du noch mal die Bodendrohne aus. Ja, Bodendrohne habe ich die so getauft, das ist das kleine Auto mit der GoPro oben drauf. Die kann ich dann mal eben, wenn ich anhalte, einfach vorne aus der Tasche ziehen, stell die auf den Boden, fahre die voraus und kann dann schön eine Vorbeifahrt machen. Muss da nicht so viel umständlich dran arbeiten. Das ist der Blick so vom Rad, wenn man an der Bodendrohne vorbeifährt. Und so geht es dann halt weiter auf der Tour. Jetzt rechts. Ja, wie gesagt, das ist schon, finde ich, eine praktische Sache, weil das Problem ist ja mit den ganzen richtigen Drohnen auch. Ich habe ja die DJ Mini. Das ist ja alles schön und gut, aber ich hatte auch überlegt, die auf der Tour mitzunehmen, vor allen Dingen auf der Fanbahntrasse. Aber Leute, mal ganz ehrlich, man kann im Grunde genommen von Google Maps aus von oben alles sehen. Klar. Das Einzige, wofür ich die wirklich gebrauchen würde gerne, wäre, wenn die mich von hinten filmt, besser noch von vorne und mir so auf 2-3 Meter vor mir herfliegt und mich von vorne filmt. Das wäre super schön. Das Problem ist nur, ihr seht, hier sind dann Äste, Sträucher, die Mini Pro 3 und die Mini Pro 4 sollen das ja alles gut und toll können. Aber in den Naturschutzgebieten ist das Fliegen mit den Drohnen schon wieder verboten. Und ich sag mal so, bei der Fanbahn habe ich das angeklickt in der Dronik. Das ist eine App, die ist von der Deutschen Flugsicherung mit in der Zusammenarbeit erstellt worden. Da kann man die ganzen Zonen und man braucht nur drauf tippen mit dem Finger oder mit einem Stift, wo man fliegen will. Und dann kriegt man die Informationen. Und fast überall, also auf der Fennbahntrasse in Belgien stand, nee, besser, das ist, ja, weil das ist halt belgisches Gebiet, ne? Die App-Dronik ist halt speziell eher besser für Deutschland. Also da stand Failor und ich habe gedacht, komm, gut, da war jetzt eigentlich relativ wenig los, aber man hätte da fliegen können. Ihr wisst ja, wo kein Kläger, da kein Richter, aber also ich weiß nicht, ne? Also ich finde so ein Modellauto mit einer Kamera drauf, das reicht mir, das ist viel schöner. Ja, wie gesagt, hier jetzt, nicht wie gesagt, aber ich sag's euch, hier links wie Ensel und Gretel Knusperhäuschen. Also das war jetzt hier ein ganz toller Abschnitt. Wie ihr seht, wenn denn auch mal der Weg jetzt nur so ein bisschen Betonschotter war, das war aber auch jetzt, glaube ich, nur das einzige Stückchen.
ihr seht, ne, das ist landschaftlich auch sehr schön. Ne? Also da sind dann auch Stücke. Dabei, die eben einfach ja total schön idyllisch und ja einfach toll. Ne? Ich meine, das sind natürlich die überwiegende Mehrzahl der Streckenabschnitte. Aber es geht schon immer mal bergauf und bergab. Ne? Also wie gesagt, in den Dörfern ist es eh immer mal plötzlich, geht es steil berghoch, ne? Aber gut, geschätzt vielleicht 6, 7, 8%, okay, ne? Da kann ich mit dem E-Bike und mit über 20 Kilo Gepäck kann ich damit leben. Ja, was man auch immer mal so schön sieht, sind hier rechts nochmal dann die Originalbrücken. Jetzt weiß ich nicht, ob durch das Unwetter hier die Katastrophe da zum Beispiel mal so ein Bogen weggelassen worden ist und einfach ein Ersatzstück eingebaut worden. Ja, und dann kommt wieder mal für 1,1 Kilometer ja eben richtige Straße. Ja, was ich so gar nicht mag. Ne? Ja, das ist jetzt hier mal so ein etwas größeres Örtchen mit knapp 4000 Einwohnern, was eigentlich dann nach links hoch den Hang ist. Denn sonst wäre ich da mal hingefahren und hätte mir mal irgendwie ein Eis gegönnt oder eine Pizza oder was anderes Leckeres, aber ja, weil ich habe dann geguckt, ich denke, nee, scheiß Schittebömm, das geht da berghoch 7, 8% und nö, hatte ich dann einfach keine Lust. Ja, hier jetzt wieder separat, Gott sei Dank, wieder weg von der Straße, wobei ich glaube, hier fahren durchaus, glaube ich, ist das schon auch für Autos erlaubt, hierher zu fahren. Ja, jetzt kommt mal ein toller Abschnitt. Den lasse ich jetzt einfach mal ohne Gelaber laufen. Genießt ihn. Genießt das Stück mal. Das ist wirklich ganz toll. Also, schaut's euch an.
Ja, ich hoffe, das Stück von der Strecke hat euch gefallen. Geht natürlich hier noch ein bisschen weiter. Aber es geht eben halt auch schon mal ein bisschen leicht sanft bergauf und bergunter. Also da muss man schon dann... Aber das ist ja alles okay. Von daher. So, 50 Kilometer nach Gerolstein, Bahnhof Au an der Kühl hier. Den Zug, der da vorhin gerade an mir vorbeigefahren ist, der steht hier rechts im Bahnhof Au an der Kühl mit W geschrieben, A-U-W. Und der Gegenzug kommt, weil die Strecke ja überwiegend eingleisig ist, gibt es dann halt immer mal hier so Ausweichsbahnhöfe, die dann eben das aneinander vorbeifahren ermöglichen. Ja, nochmal die Einblendung. Wie gesagt, wäre schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich weiß gar nicht, müsst ihr mal, ich glaube, wenn man nicht ein Konto hat, bei Google oder so, oder YouTube, ich weiß gar nicht, ich habe ja bei Google ein Konto, deswegen, ich weiß nämlich nicht, hier geht es übrigens jetzt auch wieder ein bisschen steil berghoch, auch wieder blöd. Ich glaube, ohne dass man registriert ist bei YouTube, kann man, glaube ich, gar keinen anderen Kanal abonnieren. Aber okay, auch das dürfte, wie gesagt, das Abo selbst kostet wirklich nichts für euch. Und ihr müsst auch nichts kaufen. Ihr müsst, das Einzige, was ihr bekommt, wäre eine Benachrichtigung, wenn ich wieder ein neues Video reingestellt habe, also wieder hochgeladen habe. Aber auch das könnt ihr, diese Glocke, diese Info, die könnt ihr abstellen. Von daher alles kein Problem. Es ist also definitiv kostenlos, ne? Also da braucht ihr keine Angst haben. Ja, dann, was ich auch ganz toll finde, dass man hier, auch wenn es ein kurzer Tunnel ist, vor dem Bahnhof Dauphenbach. Aber ihr seht, ne, das ist hier wirklich eng und ich weiß gar nicht, ne, also wenn mir hier einer entgegen, gut, hier links sind so ein bisschen paar Nischen, dann muss da vielleicht einer so ein bisschen sich ducken und da reinklettern. Aber ich möchte auch nicht wirklich in so einem Tunnel sein, wenn da so ein Zug durchfährt. Also da fallen einem bestimmt die Ohren ab, ne, so laut ist das. Ja, gerade gesehen, mir kam gerade ein Rennradler entgegen, Dauphenbach. Übrigens noch zur Info, ich würde euch raten oder empfehlen, die Tour auch nicht andersrum zu radeln, weil so wie ich die jetzt gefahren bin, von Gerolstein bis nach Trier-Ehrang runter, geht es eigentlich, Wasser fließt ja bekanntlich immer von oben nach unten, deswegen, da geht es immer bergunter. Ja, hier, Ortsausgang Dauphenbach, ziemlich blöd, ne? Landstraße wieder oder Straße. Dann war ja hier, habe ich gedacht, toll, jetzt ein Radweg. Hier an dieser Stelle, das war die ich vorhin meinte, müsste hier rechts eigentlich der Radweg weitergehen. Ich habe aber leider nicht geguckt. Und das Problem ist, da fehlt eine Brücke über die Kühl, damit der Radweg auf der anderen Seite neben der Bahntrasse weiter verläuft. Aber ihr seht, dieses Stück eben hier auf der Landstraße ist wirklich saublöd. Ja, und dann habe ich mir hier den Weg, da wäre ich fast dran vorbeigefahren, den hatte ich mir dann eben in Komoot schon so eingezeichnet und gesehen, dass man dann, ja, da wäre ich, wie gesagt, fast dran vorbeigebrettert. Weil ich hatte also null Bock, ne, auf dieser blöden Landstraße da lang zu fahren. Das waren, glaube ich, 4-5 Kilometer. Also, nicht schön. Ja, das sind halt so Sachen, wo man dann immer mal gucken muss, wenn man da auf dem Kühltalradweg unterwegs ist. Weil da eben halt auch immer noch gebaut wird, ne? Also man muss dann eben halt gucken. Ja, hier wieder so ein Bauwagen, ne, mit einem
Manneken, was dann den Betrieb hier, dass die Bahn überhaupt fahren kann, ermöglicht. Finde ich also wirklich, wirklich ganz toll, dass die, dass Rheinland-Pfalz das so macht. Ja, dann bin ich hinter dem Bahnübergang auf diese Schilder gestoßen. Ihr seht, Radweg gesperrt, weil Brücke über die Kühl fehlt. Das war dann hier in dem Örtchen Kordel. Das ist dann so nach 62 Kilometer. Also ich habe jetzt die 10 Kilometer für die Zugfahrt nicht abgezogen. Und da habe ich gedacht, in dem in so einem etwas größeren Örtchen wird es ja eine Eisdiele geben. Ja, gab es auch eine, aber stand dran, ja, dauerhaft geschlossen. Vielleicht durch das Unwetter vielleicht Schäden gehabt, kein Geld zum Wiederaufbauen, wer weiß, ne? Man, so Sachen gehen einem ja dann immer so durch den Kopf. Ja, wie gesagt, also ich würde jedem raten, die Strecke so zu fahren, wie ich sie jetzt geradelt bin, also eben flussabwärts. Weil andersrum habe ich festgestellt, geht es, also ist hier übrigens rechts mal so eine neue und alte Signal, hier, das ist neu, das Signal. Ab hier sind jetzt, glaube ich, auch schon viele entsprechend auch in Betrieb. Also wie gesagt, ich würde es andersrum nicht radeln wollen. Da geht es immer stetig bergauf und da sind auch ein paar Berge dabei, wo man wirklich dann mehr rauffahren muss. Gut, hier jetzt flussabwärts ist jetzt halt auch mal ein bisschen eine kurze kleine Rampe, weil man unter dem Brückchen her muss. Und diese Brücke hier, ich war so ein bisschen skeptisch, weil da diese Sperren waren, ob die Brücke nicht eigentlich ganz gesperrt war, weil nämlich Holzbohlen da drin waren. Aber ist ja alles gut gegangen. Na, wie gesagt, ne, also andersrum rate ich euch davon ab. Also wer Genussradler ist und mit dem E-Bike und ein bisschen älter etc. oder nicht so kraftvoll unterwegs ist mit den Muckis, also das geht immer ein bisschen leicht, eigentlich tendenziell bergab, von daher würde ich euch das so rum empfehlen. Auf der Fennbahntrasse muss man halt gucken, so wie ich die geradelt bin. Ich habe auch so ein bisschen auf, nicht nur auf das Wetter wegen Trocken geachtet. Das war ja nur gerade mal diese 3 Tage, die ich hatte. Weil am 4. Tag habe ich ja komplett als Rückreisetag genutzt. Da sollten es ja, wie gesagt, über 30 Grad werden. Ich war also froh, dass ich am Rückreisetag, Gott sei Dank haben die Züge ja Klimaanlagen und zum Glück haben die auch alle funktioniert. Ja, der Zug geht jetzt hier unten durch den Tunnel. Leider muss man als Radfahrer den Tunnel umfahren. Aber alles kein Problem. Es geht nicht wirklich sehr berghoch. Ja gut, hier jetzt muss man wieder über das andere Tunnelportal. Ihr seht auch der Teerbelag und rechts, da ist jetzt auch nicht viel Gestrüpp und Gebüsch, also das hat man wohl wieder schon alles neu hergerichtet, dass das alles wieder tippitoppi ist. Ja, also wie gesagt, weil am Sonntag eigentlich dann Gewitter und heftiger Regen angesagt war. Sonst wäre ich nämlich hier von Trier-Erang noch weiter nach der einmaligen Übernachtung, dann hätte ich noch eine zugebucht und wäre dann bis Traben-Trarbach gefahren. Ja, ich bin jetzt hier in Trier-Erang. Ihr seht, ne, rechts fahren ein paar Radler auf dem Bürgersteig, links überholt mich dann auch noch einer. Und jetzt kommt's, ne, der zweite Radler da, ne, der sah mich dann und ich sag da nichts zu, ne. Ja, und dann habe ich endlich, ich war ja auf der Suche im Kühltal die ganze Zeit nach einer Eisdiele, weil wie gesagt, heute an dem Freitag war es auch schon ziemlich warm. Ich schätze mal, dass es auch schon so um die 28 und mehr. Dann eigentlich ging der Radweg mal hier lang, aber wie ihr gesehen habt, war es gesperrt.
da waren noch Bauarbeiten. Ja, das sind dann halt so Sachen, ne? Eben durch dieses, durch diese Katastrophe. Und da muss man hier, um auf die andere Seite der Mosel zu kommen, eben auf die Südseite, ziemlich blöd hier auf der Straße lang radeln. Also das ist immer so was, was mir dann gar nicht so gefällt. Ja, und um auf die Brücke, die über die Mosel geht, hochzukommen, ja, das werdet ihr gleich noch sehen, das ist ziemlich eng, hier sowieso auch schon wieder eng, ne? Dieses, also da passt eigentlich nur ein Fahrrad durch. Ich klingel dann auch mal lieber. Ja, hier seht ihr die Brücke, die gleich sehr lang gezogen über die Mosel. Das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen ein Hafenbecken da bei Trier. Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt nachfolgend, was jetzt kommt, noch nicht erzählt. Aber ja, bei der Buchung wurde es dann schon ein bisschen eng wegen dem Zimmer. Was noch Preiswertes war, war dann in... Ja, leider auf der anderen Seite. Eigentlich wollte ich in Trier Herang, da hatte ich mir auch schon was ausgeguckt. Das war aber dann, als ich dann endlich beschlossen habe, es die Tour zu machen und ein Zimmer wirklich buchen wollte, da war das Zimmer in Trier Herang leider schon weg. Ja, hier der Blick auf die Mosel. Wie ihr seht, die ist hier recht breit. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich aufgestaut, Schleuse etc. Ja, und ne, diese Auffahrrampen und Abfahrrampen hier, ne, man sollte ja da absteigen, aber macht das mal, liebe Leute, ne, mit über 20 Kilo und dann mit Schiebehilfe. Da ist nicht mehr viel mit Schiebehilfe. Ne, dann, so. Also ich habe dann hier im Ort Kenn, hier seht ihr rechts das Ortseingangsschild, K-E-N-N, da habe ich dann noch was für um die 80 Euro gefunden und das habe ich dann auch gebucht und ich hatte auch vor, das habe ich mir dann schon angeguckt, hier die Bäckerei anzufahren, habe mir hier noch ein belegtes Brötchen für heute Abend in meinem Zimmer zum Essen geholt und noch ein Teilchen und ein bisschen was zu trinken und dann bin ich hier in der Pension Kenner Treff, so heißt das, das wie gesagt, Kennen ist ein Örtchen. Ihr seht, das ist jetzt nicht Hotel, Pension oder Pension. Ja, da habe ich schön übernachtet. War gut, war wirklich eigentlich schon wie ein Hotel, wirklich gepflegt, sauber, alles gut. Ja, ich werde jetzt hier Herang, Trier, Herang Ort den Zug zurücknehmen. Ich habe dann so 5-6 Stunden gebraucht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sag mal winke winke und ja, denkt an ein Abo und einen Daumen hoch. Ihr seht jetzt hier noch mal so ein bisschen eingeblendet auch die Uhren immer. Da könnt ihr schon sehen, um 10 Uhr bin ich los in Trier Herang und so um 15 Uhr war ich dann in Wuppertal. Also noch mal winke winke, macht's gut und tschüss.